Liebe Geschwister, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen das Fasten im Monat Ramadan annehmen. Ich möchte alle meine Geschwister beglückwünschen für den Anfang des Fastenmonats Ramadan. Heute ist die erste Nacht. Seit dem Maghrib-Gebet hat der Monat Ramadan angefangen. In der Regel haben wir uns gegenseitig beglückwünscht für so einen Tag in der Moschee, in der Freimaurermoschee in München. Dieses Jahr sind wir alle gehindert, gemeinsam das alles zu genießen. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei eine neue Chance geben, dass wir noch intensiver mit unserer Ibadat, intensiver mit uns selbst beschäftigen. Wir haben keine Fahrzeit, wir haben keine Verlustzeit mit Wartezeiten, wir sind alle zu Hause mit der Familie. Die Intensität der Liebe in der Familie soll größer werden. Die Intensität von unserer Ibadah wird größer werden. Die Zeit zum Koranlesen wird größer werden. Die Selbstkontrolle und Verbesserung für uns selbst wird größer werden. Allah subhanahu wa ta'ala verknüpft im Koran das Fasten im Monat Ramadan mit zwei Ergebnissen, damit ihr gottesfürchtig werdet. Oder damit ihr dankbar werdet. Eine große Hoffnung, dass unsere Gottesfurcht größer wird im Ramadan. Eine Chance, dass unsere Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was wir vom Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, materiellen und immateriellen, in unserem Glauben und bei unserer Erwartung, das Paradies zu betreten und höheren Stufen im Paradies steigen, bis wir in der Nähe des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Nachbarn, all diese Chancen haben wir da. Es ist nicht unserem ersten Ramadan. Letztes Jahr haben wir auch gefastet, vorletztes Jahr auch und früher auch. Und jedes Jahr spüren wir während des Monats Ramadan, wie unseren Glauben und unsere Dankbarkeit steigert von Tag zu Tag. Und nach Ramadan behalten wir noch Spuren davon. Und plötzlich wird es weniger und weniger und wir hoffen, dass der nächste Ramadan kommt. Dieses Jahr möchten wir, dass wir noch mehr Elemente von Furcht für Allah subhanahu wa ta'ala, noch mehr Elemente für Dankbarkeit besitzen, dass wir das noch für längere Zeit behalten, inshallah bis zum nächsten Ramadan. Ein besonderer Monat, Ramadan. Trotz dieser Pandemie hoffen wir, dass wir noch intensiver den Monat Ramadan genießen werden. Auch wenn es nur einzelnen wird und in jeder Familie, da gibt es auch eine neue Intensität in der Familie. Inshallah haben wir ein Programm. Unserem Imam Dr. Ahmed Taha wird jeden Tag seinen Programmteil übernehmen und meine Wenigkeit mit meinen anderen Geschwistern werden wir inshallah jeden Abend um 10.30 Uhr auf der Seite der Moschee bekannt geben, einen kleinen Dars. Es wird um die Taqwa, um die Taten und ihre Ergebnisse. Fasten mit Taqwa, mit Ehrfurcht. Fasten mit Dankbarkeit. Das wäre jetzt mal unser Ziel diesen Monat, inshallah, dass wir noch reicher werden nach Ramadan mit Taqwa, mit Furcht und mit Dankbarkeit. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, freue mich insha'Allah und macht für mich Dua. Ich mache euch allen mein Dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.